Ich weiß, dass du's bist, Homer. Wieso bist du nicht bei deinem neuen Job? Naja, erklärungsmäßig ist es so. Ich habe gelogen. Ich habe den Job nicht gekriegt. Weißt du, es lief so. Und sie sagt, das ist nicht meine Aktenablage. Und er sagt, das ist auch nicht der Johnson-Report. Sie können den Witz, den ich gerade erzählt habe, wirklich gut wiederholen. Aber trotzdem muss ich Ihnen eine kleine formelle Frage stellen. Wissen Sie eigentlich irgendwas über Kupferrohre? Kommen Sie, sagen Sie, ich bin eingestellt. Nein! Sagen Sie's! Lassen Sie Ihre Unterlagen bei Sherry! Sagen Sie's! Sicherheitsdienst! Sicherheitsdienst! Hören Sie auf, Sicherheitsdienst zu sagen! Nein! Ich bin so schockiert! Ich mag Ihren Hut! Kommen Sie! Sherry! Ich konnte es deiner Mutter nicht erzählen, also hänge ich den ganzen Tag hier rum. Dad, du musst es ihr sagen, sie hat angefangen, Markenlebensmittel zu kaufen. Marken wie Uncle Penners Reis und Pupsi-Cola? Nein, Sachen, die reiche Menschen kaufen, wie Campbell's Soup und Pepsodent. Hallo? Schatz, es gibt etwas, was ich dir sagen muss. Schlimme Neuigkeiten, oder? Ich sollte mir nie zu viele Hoffnungen machen. Es läuft nie irgendetwas gut bei uns. Nein, es sind gute Neuigkeiten. Ach, wirklich? Wir bringen einen neuen Rohrdurchmesser raus, für 5/8 Zoll. Die Firma will, dass du und ich mit dem Privatflugzeug zur Präsentation nach New York fliegen. Wir treffen uns in einer Stunde am Flughafen Shelbyville. Wenn ich ja die Wahrheit sage, soll es an dem Ort geschehen, an dem kein Mensch traurig sein kann. Okay, das dürfte genug sein, dass ich hochfliegen darf, ein Gespräch mit Marge führe und vielleicht noch einen Eiersalat esse. Mach ich gern für einen Kumpel von den Marines. Ja, Gott grütze Amerika. Sagten Sie Gott grütze Amerika? Nein, ich sagte das Richtige.